Guten Tag. So, ich mache mal gerade ein Video, weil ich gerade im Facebook, bevor ich dem einen anderen fragen konnte, antworten konnte, fragte mich schon der Nächste, wo bist du gerade und was machst du? Ich sage, ja, wisst ihr was, bevor ich das hier alles reintippe, mache ich mal kurz gerade ein Video, zeige ich es euch. Ja, also ich bin heute, habe ich einen Genesungstag. Ich habe es in der letzten Zeit ein bisschen übertrieben mit dem Arbeiten und habe mir echt eine Hardcore-Lektion gegeben. Jetzt brauche ich nochmal gerade irgendwie offensichtlich, mein Körper fordert gerade ein wenig Ruhe ein. Und ich bin beim Festus im Westerwald und sitze gerade aber in meinem Bus und ja, was habe ich gerade gemacht? Ich habe gerade ich habe hier meine Mappe, ne? Meine Mindmappe, ja, mit den Mindmaps drin. Hier kennt vielleicht die ein oder andere schon. Hier diese und diese. Könnt ihr alle im Facebook finden. Irgendwie in meinen. Ach, irgendwo in meinen Fotos sind die drin, glaube ich. Ansonsten sagt mir Bescheid und dann lege ich einfach gerne einen neuen Ordner an mit diesen Mindmaps. Das war gar nicht da. So, gerade habe ich die gemacht. Hier. Ich knicke das mal um und lege das hier ein bisschen besser. Ich war gerade fertig, als es bimmelte. So verbringe ich teilweise meine Zeit, weil das ist das Schöne, wenn man dem Körper die Möglichkeit gibt, zur Ruhe zu kommen und ein bisschen zu regenerieren. Kann man den Geist so schön ein wenig laufen lassen. Und ich habe halt immer dieses Buch hier in meiner Ecke neben mir liegen und ein Stift auch so, und wenn mir dann halt was durch den Kopf geht, dann setze ich mich dann schon mal hier hin und mache sowas hier. Und das ist folgendes hier, Verhaltenslehre steht da oben drüber. Wohlgemerkt mit 2e und nicht mit h, also Verhalten natürlich schon mit 2e und einem h, aber die Lehre halt eben, Lehre bezieht sich halt eben, es geht hier nicht, es ist natürlich hier, geht's, ist das hier Lernstoff, ne? Aber es ist halt eben, ist das hier, das hat auch in einer gewissen Weise wahrscheinlich mit Verhaltenslehre zu tun, im Sinn von Lehre mit h, ja, wie der Lehrer und der Schüler. Aber hier hatte ich das Gefühl, bei dem, also wo ich das geschrieben habe, dass es vor allen Dingen darum ging, wenn man was lernen möchte, dass das Gefäß, was man ist, auch einfach erstmal leer zu machen, weil wenn ich schon alles weiß, dann kann ich halt nicht mehr viel dazulernen, weil ja, ein volles Gefäß halt nichts mehr aufnehmen kann. Ne? Und im Verhalten ging es, also hier ging es mir, ich erkläre das gleich mal, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht, steht da, und alles andere sollte man mit Hingabe tun. Und das kam eben irgendwie auf, weil ich durch ein Gespräch selber nochmal drüber nachdenken konnte, dass ich einem gewissen Kodex, einem ungeschriebenen Kodex folge, wenn ich tätowiere. Und ja, dann kam mir aber doch die Idee, vielleicht mal so ein bisschen davon in Worte zu fassen. Und es ging um ein Motiv, wo ich gesagt habe, also das würde ich dir nie stechen. Und sie fragte so, ja, aber wenn mir das jetzt gefallen hätte, dann habe ich gesagt, so, dann hätte ich das akzeptiert, aber ich hätte dich gebeten, deinen Körper von jemand anderem verhunzen zu lassen. So, das, was da im Raum stand, das war für mich eins dieser Dinge, die tue ich einfach nicht. Ich habe halt gesagt, es gibt Dinge, die fallen mir sehr schwer, mir selbst zu verzeihen, und dann tue ich die im Vorfeld gar nicht erst, wenn ich das vorher schon weiß, dass ich das bereuen würde. Ne, wäre eine gute Übung, aber ich glaube, die Übung liegt vor allen Dingen daran, diese Dinge dann auch einfach nicht mehr zu tun. Und alles andere, also das, was man tut, ne, sollte man mit Hingabe tun. Und dann kam da drunter etwas, wo ich auch eben noch drüber nachgedacht hatte. Also diese Mindmap, die fasst gerade eigentlich, also ich habe das halt irgendwie
so aus dem Raum gechannelt irgendwie. Aber das waren alles Dinge, die mir so in den letzten Stunden schon irgendwie durch den Kopf gingen, durch irgendetwas getriggert. Und dann ging mir durch den Kopf, wahres Multitasking ist die Kunst, jeder einzelnen Handlung möglichst viel Bedeutung zu geben. Und das ist halt, das ist auch ein Zitat, was für mich durchaus Sinn macht, weil ich ja mehrfach schon beschrieben hatte über das Quantum Multitasking, dass es mal wieder andersrum ein Schuh draus wird. Also nicht möglichst viel auf einmal zu tun und aber eigentlich gar nichts davon wirklich richtig zu machen, sondern alles irgendwie hingestresst und so, wie man Multitasking im üblichen Sinn halt eben begreift. Sondern es geht halt eben beim Quantum-Multitasking darum, jeder einzelnen Handlung möglichst viel Bedeutung zu geben, so wie es da steht. Und das ist, wenn ich zum Beispiel, ja, ich kann es gerade hier zeigen, ich tue eigentlich gerade nichts, wirklich, ja, bin und lasse durch mich geschehen, folge meinen Impulsen, mein Impuls irgendwann eben nach dem Buch zu greifen und dem Stift. Und diese Dinge sind einfach so passiert. Auch da, ich habe mir da keinen Kopf drüber gemacht. Das habe ich hingekritzelt. Und habe dabei beobachtet, was auf dem Blatt so entsteht. Und was für Gedanken das in mir triggert. Also ich habe Gedanken getriggert, ich habe gelernt. Ich habe... Ne, obwohl ich immer nur eine einzelne Handbewegung gleichzeitig gemacht habe. Also das Gleiche wie jetzt. Ich sitze hier... Ich habe einmal auf den Knopf gedrückt, wodurch die Aufnahme gestartet worden ist. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ja, wird der ein oder andere noch wieder was von haben. Das heißt, ich kann Denkanstöße geben. Gleichzeitig tue ich alles, was gerade möglich und nötig ist dafür, dass es mir gerade gut geht. Und es geht mir sehr gut, auch wenn mein Körper gerade... Regenerationsphase hat, aber innerlich mir, ich kann mich nicht beschweren, ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig wird das wieder ein Video, was wie die anderen auch alle ganz beiläufig quasi entstanden sind, ohne dass ich irgendwas hätte tun müssen, was ich als Arbeit oder Anstrengung empfunden hätte, installiere ich weiter den Weltfrieden. Ja. Wenn ich einen Apfel esse, esse ich einen Apfel, dann esse ich den mit Hingabe, dann mache ich in dem Moment nichts anderes. Aber in dem Moment ernähre ich mich, ich ernähre, und das ist mir alles bewusst, das ist das, was ich dann in dem Moment alles im Kopf habe. Das heißt, jede einzelne Handlung hat möglichst viel Bedeutung, möglichst viel Sinn. Wenn ich einen Apfel esse, weiß ich, erhalte ich dann, oder überhaupt irgendwas esse, dann erhalte ich dadurch nicht nur mein eigenes Leben, sondern meinen Teil des Lebens der gesamten Biosphäre dieses Planeten. Und dadurch installiere ich schon wieder den Weltfrieden. Ja, ihr wisst, das ist meine Terminologie. Regt euch nicht über meine Worte auf oder so, sondern versucht einfach zu verstehen, was ich gerade sage. Oder auch nicht, mir egal. Solange ich weiß, was ich sage. Ne? Momentchen. Ja, Moment mal, kurz. Ja, bitte. Du bist es. Ich mach gerade ein Video. Ach, auch sorry. Nee, gar nicht schlimm. Hier, die Nini. Ach so. Hallo. Da ist die Nini. Wink mal. Also, wir wollten gerade mal einkaufen fahren. Ja. Soll man Tito mitnehmen oder hier lassen? Lass, schicken wir hier rein. Ja. Ja. Tito. Schnurri, komm her. Komm. Oh Gott, wie der schon wieder aussieht. Ja, dann darfst du direkt unten in dein Körbchen gehen. So. Brauchst du auch noch irgendwas? Nee, nicht wirklich. Gar nichts? Nee. Ach so, und zwei Tattoo-Termine. Zwei Tattoo-Termine? Hab ich dir noch klar gemacht. Ja, das war prima. Ne? Seht ihr, so läuft das die ganze Zeit. Ne? Und ich bin die ganze Zeit, ja, und deswegen brauche ich gerade mal so... Okay, dann will ich dich gar nicht weiter stören. Du störst mich. Schatzelein. Ja. Dann machen wir uns jetzt mal auf. Alles klar. Wink nochmal schön. Grüß nochmal schön. Tschüss. Bis denn. Ja. Ja, die Nini ist auch hier. Und der Fuzzi ist auch hier. Schön. Hast du genug rumgespielt? Boah, wie du aussiehst. Ja.
Ne, so, das habe ich mir dem Tito wirklich sehr abgeguckt. Der macht eine Sache nach der anderen. Aber der hat nie irgendwas zu motzen. Irgendwann hat mir das mal zu denken gegeben. So, ne, und der hat nie Stress. Ja, und ja, dann kam ich, also, ne, hier, think about it. Einfach mal, habe ich ja gerade schon angefangen, denkt mal einfach drüber weiter. Vielleicht geht euch da auch noch was zu durch den Kopf. Könnt ihr dann wunderbar in die Kommentare unten reinsetzen. Ne, dann hatte ich hier noch was dazu geschrieben, was ich mit diesem hier, ja, in Verbindung gebracht habe, um das zu verdeutlichen. Das ist so, das Tai Chi, wenn man von, ne, beim Tai Chi geht es darum, jede Bewegung vollkommen bewusst und konzentriert auszuüben, fließend, sie wahrzunehmen, sich darüber bewusst zu sein, was man gerade tut und warum. Das Warum muss nicht unbedingt sofort gerade beantwortbar sein können. Wenn ich von etwas nicht genau weiß, warum ich es gerade tue, lohnt es sich immer einfach ein bisschen weiter zuzugucken und es wird sich mir erschließen. Ne, warum? Ich habe eben, weil, warum habe ich das hier gemacht? Weil mir danach war. Das war schon mal ein Grund, ja. Ne, wenn du da jetzt gerade dir irgendwas rausholen kannst, dann ergibt das Ganze noch viel mehr Sinn. Ne? Verstehst du? Das ist Quantum Multitasking. Meditative Arbeit, ne? Das kann ich hier, genau so wie das hier gerade, und das war ja fast wie ein Trance, immer so wie ich, wenn ich tätowiere, dann bin ich auch wie ein Trance, dann fange ich an zu tätowieren und folge meinen Impulsen und ja, irgendwann merke ich, es kommt kein Impuls mehr und dann wache ich da irgendwie draus aus und dann sehe ich das Tattoo überhaupt das erste Mal in seiner Ganzheit, genauso wie dieses Bild dann, irgendwo, wo ich dann da unten fertig war, wusste ich, ah, und dann kam auch direkt dann im Facebook, brim brim, und ich hatte zufällig mal Netz hier. Ne, so passieren diese Dinge. Meditative Arbeit, wie oft haben wir schon mal irgendwas gemacht und ne, gespült. Ne? Irgendwie spült ist eigentlich eine Arbeit, ach, die man nicht gerne macht, so. Aber wenn man dann einfach mal, einfach Stück für Stück macht, so, ne, merkt man auf einmal, dass man es einfach getan hat. Ohne Anstrengung, ohne dabei sich irgendwie über irgendwas aufzuregen oder, ne, und merkt auf einmal, dass das sogar dabei geholfen hat, ruhiger zu werden und ausgeruhter wieder. Ne, und so kann man halt eigentlich jede Arbeit machen, kommen zu gewissen Extremfällen nachher noch zu sprechen. die Teezeremonie in Japan, das Chanoyu, das ist quasi auch sowas, ne, wo es wirklich darum geht, jede Bewegung voll konzentriert auszuführen. Und die Meister des Chanoyu sind halt eben die, die in der Lage sind, voll konzentriert in der Situation jede einzelne Bewegung auszumachen und dann tatsächlich sogar noch mitzubekommen, wenn irgendjemand sie irritieren möchte. Und denjenigen schon vorher angucken und ihm sagen, hier, ich bin da. Wenn du was von mir möchtest, dann sprich mit mir. Ne, so kann man letztendlich, also die meiste Arbeit von denen, die wir so zu erledigen haben, kann man wirklich so erledigen. Beim Tätowieren, beim Piercen habe ich das so, jetzt wenn ich das hier gerade mache, ist das genauso. Fließen steht ne, auch noch drunter, da, fließen. Das ist dann so, wo auch dann wirklich alles im Fluss ist. Dann ist das, wo ich eigentlich... Ich als Jesus-Urlauber, als Bauchi, als den 3D-Avatar, den ihr wahrnehmt, hier in der 3D-Welt, einfach eigentlich überhaupt gar nichts mehr tue, bis auf bewusst zu beobachten, was passiert, meinen Impulsen zu folgen. Ne, ich sehe, dass ich meine Augen nicht steuere, das ist irgendetwas anderes in mir. Irgendetwas anderes in mir lenkt meine Augen. Ich überlege mir nicht vorher, nicht mein Verstand überlegt sich vorher, ja, wo möchte ich denn jetzt hingucken? Gucke ich mal dahin? Oder solche Sachen, Handbewegung. Irgendetwas anderes ist da in mir, nicht mein Verstand, nicht mein Ego, das da ist und mich leitet und führt die ganze Zeit schon und es war mir einfach nur nicht bewusst. Ja, und
dann schaue ich einfach, was passiert. Und das ist das, was ich Channeln nenne. Und dann passieren irgendwelche Dinge und hinterher setze ich auch... Und je mehr ich das, einfach dieses Etwas in mir habe fließen lassen, ja, hier fließen, ne, und in mir agieren lassen und ich mich nicht dagegen wehre und nichts davon in Frage stelle, sondern den Film angucke, der da gerade um mich herum passiert. Desto geiler sind die Dinge, die dabei rauskommen. Ich könnte... ja, das kann ich nicht in Worte fassen. Ich kann meine Erlebnisse der letzten Wochen und Monate nicht in Worte fassen. Deswegen gibt es da so wenige Videos drüber. Es ist auch unerheblich. Ihr braucht nicht zu wissen, was mir passiert. Fangt an zu beobachten, was euch passiert. Es ist gigantisch, wenn man diese Dinge hier einfach mal ein bisschen auf sich wirken lässt, was das was das ausmacht für einen Unterschied in der Lebensqualität. So, weil da drunter steht nämlich, jede Handlung bringt inneren Frieden, wenn sie Sinn hat. So, das ist jetzt kein universelles Gesetz, so, aber das ist etwas, was definitiv ich auch schon mal beobachtet habe, weil tatsächlich tun wir alles, 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 was wir tun, mit dem Ziel auf inneren Frieden. Mit dem Hintergrund, inneren Frieden dadurch zu bekommen. Egal was, die abstrusesten Dinge. Ja, Soldaten gehen töten. Weil sie meinen, sie würden das Richtige tun. Weil man ihnen das gesagt hat. So macht das Sinn für die. Die Story, die man dazu aufbauscht, um denen das zu verkaufen. Ne? Und da war dann, also hier steht dann auf jeden Fall noch drunter, hier sehr missbrauchbar und darum tun wir alles, weil wir den Eindruck haben, dass es Sinn macht. Keiner von uns macht eigentlich Dinge, außer er hat keine andere Wahl, die für ihn keinen Sinn machen. Wenn wir uns frei bewegen können, tun wir das überhaupt nicht. Ja, das machen wir auf der Arbeit, wir müssen. Und da am besten natürlich auch so. Ja, deswegen wird uns unsere Arbeit auch immer so verkauft, die Polizei. Ne, die meinen tatsächlich, sie seien die Guten in einer Welt, die jenseits von Gut und Böse steht. Ne, weil, wer ist die Guten? Jetzt sind immer wir die Guten. Wer ist denn, wer sagt denn von sich selber, ich gehöre auf jeden Fall zu den bösen Jungs, ich muss eigentlich hinter Gitter. Toll. Ne? Aber auch, ne, deswegen kann ich Polizisten wirklich nichts mehr, ich kann denen nicht mehr böse sein. Ich weiß, dass sie einfach total verarscht worden sind, sich haben verarschen lassen, um halt aber auch eben genau das erleben zu können, was halt eben Polizisten so erleben. Ja, jeder von uns sucht sich selber aus, was er erleben möchte. Und da ist, guckt mal, wo euch eure Augen, alles, was euch passiert, fängt mit den Augen meistens hier in dieser Welt an. Da, oder Ohren, so, unsere Sinne, guckt euch mal an, ihr leitet eure Sinne nicht. Ich leite meine Sinne nicht. Und ich kenne niemanden, der das tut. Also wenn du einer bist, der sagt, so, ey, ich überlege mir, bevor ich jetzt überhaupt irgendwas fühle, was ich jetzt als nächstes, oder was ich sehe, oder sonst was. Futzemann, darf ich irgendwas für dich tun? Kannst du mir 2 Minuten noch geben, dann bin ich fertig. Ja? Komm hierher. Du Dreckspatz. Komm. Komm doch hier. Hund. Ne? So. Ja, aber letztendlich, dafür tun wir alles. So, und dann war hier die Ecke noch frei, ne? Und dann setzte sich hier diese Fliege hin und sagte, ich merkte schon so, dass da gehörte noch irgendwas zu. Und diese Fliege sagte dann, hier, seht ihr genau, ne? Hier putzt sich gerade die Beinchen hinten. Siehst du? Süß, ne? Ich mag Fliegen. Und die Fliege sagte dann, aber lang nicht alles macht Sinn, bloß weil man uns das glaubhaft genug so verkauft. Das ist halt genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Ne, wie gesagt, wenn man den Leuten erzählt und was plausibel erzählt und wie, ja, und dann zieht man sich notfalls irgendeinen Sinn aus der Nase. Aber wenn man einen Sinn den Leuten geben kann, dann kriegt man die dazu, alles zu tun. Alles. Sogar an dem Ast zu sägen, auf dem man sitzt. Das, ne, so ziemlich das Dümmste und Törichste.
was man machen kann, aber unterm Strich ist das so ziemlich das, was die Menschheit gerade tut. Und das durch jeden Einzelnen, der sich so ein Mist hat verkaufen lassen und deswegen meint, ja, also ja, auf jeden Fall macht es gerade Sinn für mich, all diese kleinen Hühner zu schlachten und zu zertrampeln oder Jahrhunderte alte Bäume zu fällen, weil ich habe danach Geld auf dem Konto. Und das ist natürlich ein sehr guter Sinn, der uns letztendlich, aber das ist, dann sind wir halt eben alle Prostituierte. Wenn das der einzige Sinn ist, dann sind wir Sklaven, Prostituierte und vor allen Dingen bei 10% unseres Potenzials. Ne? Aber wir haben halt eben mehr Potenzial. Und das schaltet sich gerade irgendwie frei. Immer mehr Leute fangen doch irgendwie an, auch zu verstehen, worum es bei solchen Dingern hier geht. Ne? Und hier haben wir es nochmal, habe ich viel mehr ein. Bombing for freedom and peace is like fucking for virginity. Ne, das widerspricht, also ich bringe mir nichts, Bomben oder Kugeln irgendwie rum durch die Gegend zu schmeißen und dadurch Frieden zu bekommen. Solange ich das tue, ist kein Frieden. Das ist schon mal sicher. Ne? In dem Moment, wo ich damit aufhöre, stellt sich der Frieden sofort selber ein. Zumindest in mir schon mal. So, und ich kann aus Erfahrung sagen, dass das sehr ansteckend ist. Ja, so. Hundchen, ich hab's durch. Jetzt hat er sich schon da hinten hingesetzt. Jetzt will er nicht mehr. Ja, so, ne, für die, die es interessiert hat, das habe ich gerade gemacht. Ja, ne, und wenn ihr das mitbekommen habt, in den letzten 20 Minuten habe ich ein Video gemacht. Über das, was ich gerade gemacht habe. Davor. So, und jetzt? Keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber jetzt mache ich das Ding aus und dann gucken wir mal weiter. Meine Geschichte braucht dich dabei nicht zu interessieren. Für dich ist deine. Was passiert bei dir jetzt? Und wenn du die Frage als Mittelpunkt deines Lebens in deinen Kopf installiert hast, was passiert jetzt? Dann guck mal. Tschüss.